Hi und willkommen bei Westmünsterland Barbecue. Heute gibt es was man zu allem essen kann, finde ich zumindest, oder zu so ziemlich allem. Laut dir nur Pizza, ne? Ja, Pizza, ja, auch so als Dip. Ja, als Dip auf Burger, auf was weiß ich, auf alles Mögliche. Wir werden eins der nächsten Videos damit machen, deswegen zeige ich euch heute, wie man eine super Knoblauchsoße hinbekommt. Richtig lecker und da freut euch drauf. Die Zutaten seht ihr wie immer in der Videobeschreibung. Unterm Video, wo hier Aufklappen steht, da guckt mal runter. Es ist denkbar wenig, es ist denkbar einfach. Auch die Zubereitung ist natürlich super einfach und so soll es auch sein. Es ist letzten Endes eine Knoblauchsoße. Da ist, glaube ich, eher das Verhältnis der Zutaten das Schwierige oder schwieriger als die Zubereitung. Von daher haben wir hier mal ein bisschen was hingestellt zum Mischen. Dann haben wir hier Joghurt, etwas Creme Fraiche, Mayonnaise, Zitrone, Knoblauch, Salz, Pfeffer und ein bisschen Petersilie. Das reicht schon an Zutaten. Also wie gesagt, es ist wirklich, wirklich einfach. Und ja, wir haben hier Creme Fraiche mit einem 30%igen Fettanteil. Das, wenn die Deckel schon nicht vernünftig aufgehen, ne? Katzen gucken ja schon wieder. Nein, heute gibt es kein Fleisch. So. Creme Fraiche geht auch. Creme Fraiche ist auch super. Da gehen wir die ganze... Das für die Katzen. Ach so, Creme, ja, ja, Entschuldigung. Wie kann ich nur? Katzen sind natürlich wieder interessanter. Creme Fraiche, Joghurt... Ähnliches Verhältnis. Ich nehme da den 3,5er, also 3,5% Fett. Ihr könnt auch einen anderen nehmen, der mehr Fett hat. Der ist dann halt etwas dicker. Ich habe extra die Waage dahingestellt und jetzt schütte ich so. Aber ich glaube, das kann man auch einigermaßen abschätzen. Ist jetzt auch keine OP am offenen Herzen, was wir hier machen, sondern ein bisschen was rein. Wir haben hier 500 Gramm drin, da nehmen wir nicht ganz die Hälfte von weg. So, da haben wir eine Mayonnaise. Da gehen wir jetzt so 2 Esslöffel ungefähr rein. So. Können wir schon mal so grob ein bisschen vermischen, dann sehen wir zumindest schon mal, wo so konsistenzmäßig die Reise hingeht. Und so ein Dip oder eine Soße sollte ja nicht unbedingt stichfest sein, deswegen für mich diese Konsistenz perfekt. Wenn ihr es etwas dicker haben wollt, nehmt Joghurt mit einem wesentlich höheren Prozentanteil an Fett. Aber so sieht das. Nee, das ist perfekt für mich. So, etwas Salz und Pfeffer. Wer eine möglichst glatte oder wer eine möglichst helle Soße haben will, einfarbig, nimmt natürlich keinen schwarzen Pfeffer, so wie ich, sondern weißen. Jeweils so eine Prise Salz und eine Prise Pfeffer. Dann noch etwas Zitrone dazu. Und auch da einfach nur so ein Spritzer, eine leichte Säure an das Ganze geben. Interessanter wird es dann wieder beim Knoblauch. Da kann man natürlich ein bisschen variieren. Habe ich schon gesagt, was wir mit dieser Soße machen? Noch nicht. Noch nicht? Dann ich werde es auch nicht verraten, aber es wird eins der nächsten Videos werden. Und boah, ich freue mich da schon so drauf. Trinken wir nicht noch ein Bier oder was? Das ist schon fast fertig, ich habe kein Bier getrunken. Ja, du bestehst doch immer drauf. Ja, genau. Zack. Ja. Man kann auch, wenn man ein Knoblauchsüßchen macht, ein Bierchen. Darf mal die Flasche aufzutrinken, bis du fertig wirst? Du musst schon fast Ex trinken. Dann Prost. Prost, 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 Leute.
So, hier kommen wir. So, da haben wir mal drei größere Zehen. Knoblauch. Die pressen wir jetzt einfach mal hier rein. Sofern diese dämliche Presse das zulässt. Da geht nämlich viel immer an den Seiten vorbei. Drei gute dicke Zehen. Da mal mit rein. Habe ich zur Vorbereitung dieses Videos meine Frau gefragt, was würdest du da noch reintun? Und sie war sich absolut sicher. Petersilie. Du grinst. Du bist heute sehr still, dafür sehr reich an Mimik. Ja. Ich habe schon mal Petersilie gezeigt. So, zack. Hast du schon. So, dann nehmen wir uns noch etwas Petersilie. Ich sag mal so, ja, so zwei, drei Zweige. Einmal knicken und dann schön klein hacken. So, so reicht's. Dann verrühren wir das. So, mal antesten. Ach, guck mal. Der grinst da wieder nur. Mhm. Lecker. Die schmeckt wirklich gut. Die schmeckt sehr gut. Aber irgendwas... Ich würde noch... Fehlt noch, ne? Pizza. Ja, Pizza, Brot. Ja. Ich glaube, einen Tacken Salz. Also nehmen wir mal zwei Prisen. Das sieht übrigens immer nur viel aus dieser Mühle. Ist aber nicht so viel. Ich gebe noch ein bisschen. Pfeffer. Wir geben da noch ein bisschen Knoblauch mit rein. Schadet nicht. Das schadet nicht. Das ist ja eine Knoblauchsoße. Und guck mal, hier ist auch total viel übergeblieben von dieser Presse. Das ist so nervig. Eine vernünftige Presse findet man nicht. So, zwei kleine Zehen noch rein. Hattest du nicht mal eine gute Knoblauchpresse vom Schweden gehabt? Ja, die ist ja schon lange kaputt. Ja, aber der hat glaube ich, noch welche auf Lager. Wer, der Schwede? Ja. Ja, der wird wahrscheinlich noch eine haben. Ich habe gehört, die haben so viel, die verkaufen die sogar. Aha. Ja. Das ist mal ein Ding. Verrückt, oder? Ja. So, Knoblauchsoße ist jetzt fertig und jetzt werden wir den Live-Test machen mit André und Brot. André, das Brot. Ja, dann bin ich mal gespannt. Ja, warte, ich schneide dir mal ein Scheibchen. Ich habe hier ein Zwiebelbaguette. Das mag ich immer am liebsten. Ja, schon ein paar Stück von gekostet, ne? Ja. Habe ich gesehen. So. Dankeschön. Bitte. So, und dann guten. Hm. Mhm. Schön knoblauchig. Ja, ist zwar nicht auf Pizza drauf, aber ist gut. Ja, du kannst ja gleich noch eine Pizza in den Ofen schieben. Stimmt. Aber die Soße ist echt super. Mhm. Also. Rumzug gemacht. Tipptopp. Oh, schöner Knoblauch-Nachgeschmack. Ja. Meine Frau bedankt sich gleich. Meine ist auch noch nicht da. Oh. Super gut. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir unbedingt einen freundlichen Kommentar, einen Daumen hoch natürlich und den Kanal nicht
doch den Kanal abonnieren nicht vergessen, so rum war's. Und ja, freut euch aufs nächste Video, wenn wir diese Soße verwenden. Die wird richtig, richtig gut, richtig lecker. Bis denn. Tschüss.